Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 28 Grad Box von Jazzen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jazzen mit 28 Grad, so sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Das Ganze auch noch passenderweise heute am 28. September erschienen. Also die 28 zieht sich hier durch und durch bis hin zum Release Date. Und was echt spannend ist, eigentlich hätte dieses Album ein bisschen früher kommen sollen oder müssen, da es nicht nur vom Cover, sondern natürlich auch vom Inhalt, von den Tracks, vom ganzen Vibe natürlich eher den Sommer anspricht. Mittlerweile haben wir schon ein bisschen kälter und Herbst oder kurz vor Herbst, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, euch diese Box vorstellen zu können. Gut, wir haben hier den Interpreten am Rande eines Pools. Rolex, Sonnenbrille und Halskette sind am Start. 28 Grad lesen wir unten, sowohl in Schrift als auch in der Zahl. Dann lesen wir oben, optimal Luxus präsentiert Jazzen. Sehr schön. Und dann haben wir hier auch nochmal 28 Grad stehen. Und rundherum dann so violett-rote Palmenoptik und hier dann immer diese Felder mit Poolwasser. Jazzen lesen wir hier. Dann haben wir das Logo von Optimal Luxus. Jazzen und hier auch nochmals groß Jazzen mit einem Diamanten. Und hier noch Credits und Barcode. Gut, das Ganze, eine reguläre Clubbox, geht hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Kappe mit dabei. Dann haben wir einen Schlüsselanhänger, eine Bonus-EP, das Album 28 Grad an sich, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box glatt schwarz. Hier ist dann auch nochmal Jazzen zum Vorschein gekommen. So, und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal aus der Folie holen. Als erstes mal das Album. So, das Album. Dann haben wir natürlich noch die Bonus-EP mit dabei. Werden wir auch mal öffnen. So, ich hoffe, das reicht. Und dann haben wir noch diese Cap. Gut. Wir, oh, Schlüsselanhänger fast vergessen. Machen wir auch noch. So, aber jetzt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das Cover wie auch schon auf der Box. Das kennen wir bereits. Dann haben wir hier auch nochmals den Interpreten plus Albumtitel stehen. Und hier dann die Tracklist. Wir haben hier 12 Tracks an der Zahl. Und wir haben insgesamt 4 Features. Und zwar haben wir Features von HD28, Erhan, Hamoudi Raw und Yuri Gold, der ja auch der Produzent von Jazzen ist. Plus Instrumentals zu allen Songs. Also 12 Instrumentals gibt es dann noch oben drauf. Credits und Barcode. So, dann kommen wir mal zum Innenleben. Wir haben hier einmal das Booklet. Dieses auch wieder in dieser Palmenoptik gestaltet. Dann haben wir hier die Infos, wer das Ganze produziert hat. Also in den meisten Fällen natürlich hier Yuri Gold zu finden. Hier nochmals Jazzen mit Sonnenbrille. Hier nochmal am Pool. Das dürfte zum Videodreh von Bombay entstanden sein. Weitere Tracks und weitere Aufnahmen. Also sehr bunt und sehr farbenfroh das Artwork. Gefällt mir gut, dieses Booklet. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits. Gut, so sieht das von hinten aus. Dann haben wir die CD,
hier in diesem Hellblau, auch wieder in dieser Poolfarbe gestaltet. So sieht das aus. Und dann haben wir auf der Rückseite noch eine zweite CD und das in dem Fall dann hier die Instrumentals. Und hier kommt dann auch nochmal Jason mit Sonnenbrille zum Vorschein. Vielleicht noch ganz kurz was zum Albumtitel 28 Grad. Also einerseits natürlich der Bezug auf die Temperatur, von wegen Sommer und warme Sonnentage. Aber es hat auch noch mehr mit dieser Zahl auf sich. Und zwar 28 ist auch die Zahl für Bremen. Das ist die Heimat von Jason. Und zusätzlich ist auch noch die 28 die Ortszahl oder die Postleitzahl, in der seine Eltern aus der Türkei stammen. Also deswegen die 28 hier mit sehr vielen Parallelen oder sehr vielen Bezügen. Gut, dann haben wir die Bonus-EP. Hier haben wir Jason hinter grünen Blättern versteckt. Bonus-EP lesen wir hier unten. Das Ganze so ein dünnes Cover, aber trotzdem Plastik und kein Digisleeve oder Papphülle. Hier drinnen haben wir dann die Tracklist und so haben wir insgesamt 3 Tracks an der Zahl und hier haben wir auch nochmals ein Feature und zwar, wenn ich es richtig lese, ist das Feature von Tom Hay. Muss ich ehrlich sagen, sagt mir jetzt nichts. Und dann hier hinten noch die CD drinnen, also kann man dann von hier entnehmen. Also Bonus-EP nochmals mit 3 Tracks. Dann haben wir mit dabei einen Schlüsselanhänger. So sieht er aus, also in weiß und schwarz gestaltet. Das Ganze hier so Kunststoff, so Gummi, optimal Luxus, dieser Diamant, darüber dann der Schriftzug. Und dann haben wir so einen Ring, also da kann man gut Schlüssel dranhängen. Ihr werdet sicher eine Verwendung dafür finden. Dann haben wir noch mit dabei eine Autogrammkarte. Und zwar ist diese unüblich in quadratischer Form. Hier mit schwarzem Stift dann Jason unterschrieben. Rückseite blank, so muss das sein. Sehr schön. Dann haben wir ein Poster mit dabei. So, dann klappen wir das mal auf. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier Jason, links etwas unscharf, dann einen Getränkeautomaten im Hintergrund. Und rechts einen Ventilator. Und oben lesen wir dann ebenfalls etwas unscharf in rosa Jason. Hier der gute Mann mit Sonnenbrille und Hemd. So sieht das aus. Im Hochformat. Und auch hier haben wir dann wieder diese Palmen, diese Karibik-Optik hier in Violett und Rot. So ein Zierrahmen rundherum. Und die Rückseite ist blank-weiß, bedeutet, dieses Poster ist einseitig bedruckt. Also, so viel zum Poster. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch eine Kappe. Und zwar ist diese in weiß und schwarz gestaltet. Auf der Vorderseite haben wir relativ schlicht einfach das Logo von Optimal Luxus, allerdings ohne Schriftzug, sondern wirklich nur der Diamant. Das Ganze dann komplett in schwarz und auf der Rückseite haben wir noch hier einen Aufnäher, Jason lesen wir hier und dann hier einen Verschluss, mit dem das Ganze dann entsprechend größenverstellbar ist. Also je nachdem, wie ihr es für euren Kopf braucht, könnt ihr das dann hier in der Größe anpassen. Von innen ebenfalls weiß, ganz klassisch gehalten. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden, aber ich befürchte, nein, es sieht nicht so aus. Also, keinerlei Info darüber, was das für ein Material ist, aber ich schätze doch mal Baumwolle oder wo das hergestellt wurde. Naja, nicht so schlimm. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Cap in weiß und schwarz. Dann dieser Schlüsselanhänger Optimal Luxus. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte quadratisch, die Bonus-EP mit 3 Tracks und natürlich das Album an sich mit 12 Tracks. Auf diesem unter anderem der Hit von Jason Nummer 7, Bombay. Also das, glaube ich, sein Nummer
1 Hit oder was heißt Nummer 1 Hit, aber der Track, für den man Jason wohl hauptsächlich kennt, mit dem er wirklich bekannt geworden ist. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box 28 Grad von Jason. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jason unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.